Ich darf Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel KFC Uerdingen gegen SV Waldhof Mannheim begrüßen. Der KFC verliert vor 3.400 Zuschauern mit 0 zu 3. Zu meiner Linken sitzt Gästetrainer Bernhard Rares, zu meiner Rechten unser Trainer Heiko Vogel. Dem Gast gehört wie immer das erste Wort. Ja, ich muss erst mal sagen, wahnsinnig schwierig auch für den KFC hier, ich sag mal, die Atmosphäre für so eine Heimmannschaft stelle ich mir das wahnsinnig schwer vor, die Jungs so vorzubereiten, dass hier wirklich ein richtiger Wettkampf stattfindet. Hat man auch in den ersten Minuten gesehen, finde ich. Das war so ein bisschen Abtasten von beiden Mannschaften. Irgendwie war es für meine Mannschaft auch nicht ganz so einfach, irgendwie in das Spiel reinzukommen. Kulisse, Stadion, relativ leer. Ganz schwierig. Erste Halbzeit, denke ich, war ausgeglichene Partie. Jeder hat eine gute Möglichkeit gehabt, gefühlt. Aber war jetzt noch nicht so viel los. Zweite Halbzeit, denke ich, geht dann klar an uns. Haben viele Hochkaräter gehabt. Hätten das Spiel frühzeitig entscheiden müssen. Haben dann auch nochmal das nötige Glück in der einen Situation, wo der Timo den Ball an den Pfosten lenkt. Aber bis dorthin hätte es schon 2-3-0 für uns stehen müssen und ja, insgesamt glaube ich dann über zwei Halbzeit auch wirklich der Sieg, weil wir fantastische Chancen rausgespielt haben. Klar, 1-0 war sicherlich der Türöffner. Uerdingen musste ein bisschen offener stehen. Wir haben sie ausgekontert und ja, hätten da schon das eine oder andere Tor noch machen müssen oder früher machen müssen vor allem. Danke. Vielen Dank, Heiko, dein Statement bitte. Ja, Bernhard, erstmal Gratulation zu dem Auswärtssieg. Ja, du hast ja einige schon genannt, was ich ähnlich sehe. Ich glaube, erste Halbzeit war so, exakt so, wie du es gesehen hast. Zweite Halbzeit natürlich, wenn du in der 48. Minute durch einen individuellen Fehler und durch einen Sonntagsschuss natürlich dann gleich wieder dein Konzept über den Haufen geschmissen bekommst, sind wir selbst auch dran schuld. Ja, das war ein vermeidbarer Fehler. Dann haben wir alles versucht. Aber wir haben auch gewusst, dass mit Waldhof eine Mannschaft gegen uns spielt, die definitiv die spielerischen Mittel hat, um auch Konter auszuspielen. Das war, ich habe meiner Mannschaft gesagt vor dem Spiel, dass die im Umschaltspiel, wenn sie Bälle gewinnen, brandgefährlich sind. Ja, da können wir uns auch bei Luki Königshofer bedanken, dass er uns im Spiel gehalten hat. Ja, auf der anderen Seite haben wir das Pech gehabt, dass wir den Druck, den wir erzeugt haben, dann auch nicht belohnt worden ist mit dem Tor voll. Folgerichtig haben wir dann immer weiter aufgemacht und 2-0, 3-0 will ich gar nicht mehr bemessen, weil wir auf das 1-1 gegangen sind. Ja, und mit dem 2-0 war es natürlich dann ganz schwer in der 82. Minute. Danke, Heiko. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Keine Fragen, dann danke ich, wünsche einen schönen Abend und wir sehen uns wieder am übernächsten Freitag gegen den FC Magdeburg. Danke.